Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ich habe ein Bildchen bestellt und zwar ein kleines Teilbild mit Spezialsteinchen und dazu auch die passenden Stifte. Nach dem Intro seht ihr, wie alles aussieht. Ja, gleich am Anfang muss ich mich entschuldigen, bei mir ist mit dem Audio leider etwas schief gegangen, deswegen musste ich jetzt das Video leider nachvertonen, deswegen passen jetzt meine Handlungen und meine Sprache irgendwie nicht zusammen, weil ich nicht mehr hinkriege, was ich alles gesagt habe. Ihr seht es, ich hatte Stifte bestellt mit Wachsminen, sind das, und die sollen gut sein für sozusagen die Spezialsteinchen. Und dazu hatte ich dann noch passend ein Bild bestellt, um die Stifte einfach zu testen. Ja, das Bildchen da hat mir ganz gut gefallen. Es ist auch nicht groß, wie gesagt, ist ein Teilbild, 30x40 ist es. Ja, hat ganz viele unterschiedliche, schöne Glitzerfarben. Das Bildchen holen wir jetzt gleich mal raus und schauen es uns genauer an einfach. Denn ja, so ein Teilbild, ihr habt es ja gesehen, ich habe da die Katze, oder zumindest, ja, die Katze doch, die war ein Teilbild. Und ja, das ging ja ganz schnell und zügig und flott. Oder auch das Bild von Diamond Art Club. Das ist eine süße Eule. Die ist ganz goldig. Oben seht ihr wieder die Itemnummer und die Größe. Und links ist eine Legende. Und ich glaube, rechts ist, glaube ich, auch eine Legende. Das sehen wir aber gleich, wenn wir es ausgerollt haben. Es ist ein normales Tool-Kit mit dabei. Das zeige ich euch aber gleich nochmal. Jetzt schauen wir uns erstmal die Leinwand an. Die Eule guckt ganz goldig, oder? So mit dem schiefen Kopf und... Ja, hallo? Ja, fand ich ganz süß. Dann machen wir auch gleich, mache ich die Leinwand. Die ist so ein bisschen rubbelig. Aber gut. Meine war ja auch nicht, hat nicht viel gekostet, das Bild. Ist okay. Da habt ihr gesehen, links und rechts ist die Legende. Unten sind nochmal so Instructions, was schön ist. So, ich werde jetzt hingehen und mir mit Washi-Tape die Folie markieren, das was oben ist sozusagen, und die Folie euch mal komplett abziehen, weil ich fand, das hat sehr gespiegelt von der Folie her, die hat das Licht sehr stark reflektiert. Deswegen mache ich mir da jetzt die Markierung drauf, da wo das Washi-Tape klebt ist oben, und dann werde ich gleich die ganze Folie einfach mal abziehen. Und ich finde, so sieht man das Bild definitiv besser. Die Folie lege ich rüber. Und so könnt ihr euch das Bild einfach besser angucken. So spiegelt nichts so stark. Die Klebkraft ist super von den Stellen, wo es ist. Und der Druck, ihr seht ihn, der ist auch super. Kann man gar nicht meckern. Die Äugelein sind nicht geklebt. Und der schwarze Hintergrund oder der blaue, dunkle Hintergrund ist auch nicht mit der klebrigen Schicht. Deswegen hier auch Teilbild. Und hier seht ihr die Steinchen, das sind Strasssteinchen. Die hole ich euch jetzt mal gleich raus. Na, wenigstens kruspelt das jetzt nicht so. Dadurch, dass ich es jetzt nachvertone. Ihr seht es, die Farben sind toll. Also ich fand die wunderschön. Die 1, das ist die Nummer auf der Legende dann auch. Ah, ihr seht es gar nicht richtig. Ja. Oben die Itemnummer stand auch drauf. Jetzt ist es mir aufgefallen, dass ihr es nicht seht. Die Itemnummer steht drauf. Und ja, die 1 ist die 1 und dann halt so weiter.
Ja, hier seht ihr, das ist ein schönes Blau, ein schönes, ja, Grünblau, dann das Silber oder Weiß, dann kommt ein Goldton oder Gelb, je nachdem, wie man möchte, nochmal so ein schönes Grünblau. So rum seht ihr das natürlich jetzt besser, dadurch, dass ihr die Zahlen nicht mehr mit im Bild habt. Dann haben wir einen Rotton drin, ein schönes Lila sowie nochmal ein Grün und dann noch andere Spezialsteinchen. Was rundes Weißes, so ja, perlmuttartig beschichtet. Und dann die Ellipsen in Silber und silberne Sternchen sind noch mit dabei. Ich denke mal, dass die Steine wieder komplett ausreichen werden für das Bild. Denn ja, es waren ja bei den anderen Bildern auch immer genug Sachen mit dabei. Und die Stifte zeige ich euch auch jetzt gleich noch. Die Stifte, die zeige ich euch jetzt. Und ja, da bin ich selber mal gespannt, wie die sich anstellen sozusagen. Die sind gut verpackt gewesen, waren zwei Stifte. Ich glaube, die hatte ich bei Amazon mit dem Bild zusammen bestellt und das war, boah, ja, ich glaube, die Stifte jetzt, die zwei Stück um die 10 Euro. Aber man hat ja auch noch die Minen dabei. Also ich fand das in Ordnung. Vom Preis-Leistung fand ich das in Ordnung. Der war einmal in Weiß und einmal in Rosa mit den Ersatzminen jeweils drin. Und ja, viel Verpackung mal wieder, aber gut, willst du machen. Da steckt man ja selber nicht drin, leider, mit der Verpackung. So, ihr seht es, die Stifte, den Stift, ich hole den weißen raus. Und ja, dann schauen wir uns den gleich mal an. So, ich wusste jetzt nicht, ob da schon was drin ist von der Mine her oder nicht. Oben ist der zum Drehen, damit man den Wachs nach unten dreht. Und ja, probieren wir einfach mal aus. Ich hatte jetzt leider schon, also ich habe gedreht und mir ist es nachher passiert, dass der halt dann rausgelaufen ist, der Wachs. Aber das seht ihr auch gleich. Ich dachte so bis am Anfang den Wachs drehen, damit man das halt auch picken kann, die Steinchen. Aber das war leider ein bisschen zu doll. Ja, wie gesagt, in Rosa war er auch noch mal drin. Und den zeige ich euch jetzt auch kurz. Aber den packe ich wieder weg. Also ich werde nur den weißen Stift benutzen und den rosanen lege ich einfach mal rüber. Vielleicht kann man den ja noch für eine Verlosung oder sonst irgendwas gebrauchen. Ich gucke jetzt gerade, wie man den richtig aufkriegt, damit man die Ersatzmine reinkriegt. Hab hinten das ein bisschen rausgedreht, damit ich da nicht in die Sache komme, dass ich den Wachs nach vorne in die Mine schon mal reindrehe oder in den Ausgang reindrehe. Und wollte halt gucken, ob da noch was drin ist oder nicht. Und da habe ich sozusagen locker gedreht. Da ist jetzt kein Wachs so dran, sondern das ist dieser, ja, diese Schiebevorrichtung, damit der Wachs nach unten geschoben wird. Genau. Da habe ich es euch nochmal gezeigt und erklärt. Ich weiß nicht, ob man da die Mine drin sieht. Also da ist eine Mine drin. Und die wird halt immer runtergedreht, wenn ihr oben an dieser Drehverschluss arbeitet. Ja. So fand ich das ganz praktisch. Ich wollte auch mal später ausprobieren, ob das mit einem anderen Wachs funktioniert. Also mit einem, ja, mit so Wachsblättchen oder sowas denn eigentlich. Ist das ja so vielleicht nichts anderes. Aber das wird man mal testen. Wenn ich die Minen leer habe, werde ich das mal testen. Aber vorher brauche ich erstmal meine Minen auf und dann gucke ich weiter. Die Minen kriegt ihr auch über Amazon nochmal bestellt. Oder wo ich sie auch gesehen habe, ist bei Etsy sind die Minen auch drin. Da kann man die auch nachbestellen, wenn man halt mit den Minen unbedingt den Stift befüllen möchte, mit diesen Wachsminen. Ihr seht es, den rosanen habe ich wieder verschlossen und weggelegt. Und hier seht ihr jetzt, da
hat sich der Wachs nach vorne gedrückt, weil von hinten zu viel Druck war. Und das mache ich jetzt einfach ab, denn ich denke mal, das kann man garantiert nochmal benutzen. Und dann paint ich so mit dem Stift. Also der schließt jetzt genau ab mit dem Metall vorne, der Wachs. Ja. So, ich habe mir gedacht, dass wir hier eigentlich auch noch eine ganz kurze Painting-Probe machen könnten. Und deswegen habe ich jetzt mal die zwei abgeschnitten. Und wir werden mal schauen, ob wir nicht einen kleinen Stern oder ist das eine Schneeflocke gepaintet kriegen. So, wir gehen noch kurz hin und schütten uns die Steinchen ins Schiffchen. Ich wollte euch noch die Qualität der Steinchen zeigen, dafür, dass das ja ein recht günstiges Bild war. So, ihr seht es. Es ist wunderbar, man sieht schön, dass die Steinchen sich ins Schiffchen legen. Der Stift noch dazu. Und dann fangen wir mal an zu legen. Weiß jetzt gar nicht, was fummel ich jetzt? Ah, ich hole euch ein bisschen näher ran, damit ihr das besser seht. Oh je, oh je. Aber ihr seht es auch so, der Druck ist wirklich wunderbar. Der ist einwandfrei. Die 2 ist die einzigste Zahl, wo sozusagen ein bisschen dunkleren Hintergrund hat und dunkel gedruckt ist. Obwohl die 8 sehe ich jetzt auch gerade, die ist auch so gedruckt. Aber man kann ja die 8 und die 2 ganz gut unterscheiden, also da dürfte man weniger Probleme haben. Ja, ihr seht es, der Stift funktioniert wunderbar. Man pickt ein bisschen auf. Da versuche ich es euch zu zeigen, aber das ist wegen dem, weil ich euch nicht daran geholt habe, geht der Fokus dann nicht von der Kamera. Deswegen. Aber ihr seht es, man braucht die Stiftchen, man braucht die Steinchen nur leicht anzutippen. Und dann funktioniert das einfach. Ich habe schon überlegt, ob das nicht eine Alternative ist für die Aurora Borealis Steinchen. Wobei ich nicht weiß, ob da der Wachs dann nicht auch rausgezogen wird. Aber das kann man ja mal testen. Also für so Strasssteinchen ist der Stift wirklich toll. Für die normalen Steinchen auch. Und natürlich dann auch für die, ich meine, in dem Bildchen sind ja auch die Ellipsen drin, die Sterne drin und dafür greifen die auch super. Ja, es gibt ja noch diese anderen Stifte mit dieser dicken Wachsmine, wo man ja so reindreht und die Stiftmine oder die Stiftspitze ist nur Wachs. Ja, so einen habe ich noch nicht ausprobiert, weil das da fand ich ein bisschen praktischer, den kann man auch mal im Mäppchen liegen lassen oder in seiner auf dem Tisch liegen lassen, ohne dass da was großartig passiert. So, jetzt seht ihr es, mir ist das runtergefallen. Da dachte ich nur, jo, genau, das hast du die ganze Zeit befürchtet und flutsch ist passiert. Aber es ist nichts passiert. Es ist zwar ein bisschen festgeklebt, aber es ist nichts passiert. Jetzt bin ich vorsichtiger und halte die Leinwand besser fest, damit ich euch das alles nochmal zeigen kann. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Bild nachher mit allen Steinchen so aussieht, wenn das gelegt ist. Ob das so funkelt und glitzert, wie man sich das vorstellt. Aber ich denke mal schon. No. Habt ihr schon so Strasssteinchen, habt ihr die schon gelegt und so Teilbilder auch schon? Und wenn ja, wie waren denn da eure Erfahrungen? Was für Stift habt ihr da benutzt? Habt ihr da so, ja, eure normalen Painting-Stift benutzt? Denn damit gehen natürlich die Strasssteinchen ja auch zu setzen, um Gottes Willen. Das funktioniert ja genauso gut. No. Ja, würde mich mal interessieren. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. So, was haben wir jetzt noch gemacht? Ah, ich habe die Folie noch mal geholt. Bevor mir jetzt noch irgendwas anderes drauf fällt, dachte ich, mache ich schnell die Folie drauf. Da habe ich dann geguckt, wo ist mein Washi-Tape und dann lege ich die einfach mal noch mal drüber.
dann ist das Bild ja jetzt geschützt. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, es muss ja jetzt nicht mehr so viel sein. So. Da war das Washi-Tape und dadurch weiß ich genau, wo oben war. Und dann passt das wieder. So ist die Leinwand gut geschützt. Die Steinchen mache ich jetzt in einen Zipperbeutel rein. Und den beschrifte ich mir dann mit einem Edding, mit der 2. Ich bin es jetzt noch am Suchen. Ja, meine Videos sind manchmal ein bisschen unvorbereitet. Aber manchmal, die meiste Zeit. Ja, das tut mir immer so leid, aber immer wenn ich dann Lust habe, ein Video zu drehen, fluppdiwupp, dann seid ihr dabei. Ja, jetzt mache ich mir gerade die Steinchen, die Ausschüttung ein bisschen größer, damit ich da alle Steinchen rauskriege. Mach mir die ins Schiffchen und vom Schiffchen aus dann in unseren Silberbeutel. Denn die Silberbeutel, dafür sind die ja wirklich praktisch. Und für so ein Teilbild macht ihr da ein Kitting ab oder sowas. Also, ich hatte es mir jetzt nicht vorgenommen. Ich dachte mit dem Silberbeutel und dann paint ich immer eine komplette Farbe und dann ist das fertig. Oder wie geht ihr an so ein Teilbild dran? Ja, funkelt und glitzert. Das ist schon toll. Genau. Das Schiffchen, das war von Diamond Art Club, was man immer in den Dings hat, in diesem Toolkit mit dabei. Und die Silberbeutel sind, glaube ich, auch da davon. Ich weiß es aber gerade nicht. Die hebe ich halt immer auf, auch von anderen Bildern und sowas hebe ich immer die Silberbeutel auf. Da habe ich eine kleine Schublade sozusagen, wo ich mir die alle reinlege und dann passt das immer. Dann habe ich einen Ersatz. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich hoffe, das hat nicht so viel ausgemacht, dass ich das jetzt nachvertont habe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören und sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut, tschüss.